Kinder und Tiere in schön gefilmten Landschaften kommen beim Publikum immer gut. Doch dieser Film unterläuft die Klischees glücklicherweise immer wieder. Jackie Cario, bekannt und erfolgreich seit Nikita in eher harten Rollen, spielt hier einen einfühlsamen Großvater. Siehst du diese Spur? Sie ist nicht von einem Wolf, sondern von der Bestie. Sie ist den Bergrücken hoch. Wir werden ihr folgen. 3 Schafe in einer Woche sind zu viel. Unsere Frage an Jackie Cario über sein Verhältnis zur Natur. Yes, I do. Ja, das ist mir schon nah. Auch wenn ich sonst eher ein städtischer Typ bin. Aber ich erinnere mich an meine Kindheit als Pfadfinder. Da haben mir die Älteren die Blumen, Bäume, Insekten und die Tiere erklärt. Ich stimme durchaus mit dieser Vorstellung von Respekt überein, die meine Figur dem kleinen Sebastian vermittelt. Denn die Natur kann einen umarmen, kann aber auch gefährlich sein. Und da ist dieser Begriff des Respekts nicht uninteressant. Mit dem Großvater lebt und erlebt Sebastian diese gewaltige Natur, rettet ein Gamskitz oder freundet sich eines Tages sogar mit der Bestie an, die im Grunde nur ein vernachlässigter Hütehund ist. Pete! Wenn du das Kleine in den Rucksack gesteckt hast, zieh ich dich wieder rauf! Ist gut! Regisseur Vanier hat viel Erfahrung mit Naturfilmen und integriert sie geschickt in eine spannende Geschichte. Also Movie Maker. Als Filmemacher brachte Vanier dieses starke Verständnis für die Natur mit, das wir brauchten, um einen Film, der genau davon erzählt, durchzustehen. Er entschloss sich, an realen Orten zu filmen. Und so mussten wir durch den Winter und tief im Schnee gehen, bei minus 25 Grad. Wir mussten gegen den Wind gehen. Und das auf einer Höhe von 2500 Metern. Das ist die Bestie, die von den Erwachsenen gnadenlos gejagt wird und die ein jeder schießen möchte. Und es ist die alte Geschichte, dass das Kind mit seinem naiven Blick auf die Dinge die Wahrheit viel besser sieht. Ich nehme dir doch den Hasen nicht weg. Cäsar sagt, du bist eine Bestie. Cäsar ist mein Großvater. Siehst du die Berge da oben? Da gibt es ganz viel Schnee. Und direkt dahinter ist Amerika. Dahin ist meine Mama gegangen. Man sagt immer, es sei besonders schwierig, mit Kindern oder Tieren zu arbeiten. Was mich betrifft, muss ich Ihnen sagen, ich liebe es. Weil ein Kind oder auch ein Tier dir die Möglichkeit gibt, etwas zu erreichen, wonach jeder Schauspieler, jeder Künstler strebt. Es ist die Realität, die Wahrheit des Augenblicks. Ein Kind wie auch ein Tier überraschen uns immer wieder, weil sie sich nicht um ihr Image scheren. Alles kann geschehen. Als Schauspieler ist es großartig, sich selbst in eine Position zu bringen, in der man auf den Moment reagiert. Auf genau diesen Moment. Oh nein, komm schon wohl! Warum versteckst du dich? Ich kenne solch streunende Hunde. Und auch so kleine Jungs, die sich ihrer annehmen. Und es endet immer böse. Sag ich doch, du hast noch nie ein Schaf getötet. Vollkommener Quatsch. Oh, du stinkst. Das Besondere und besonders Schöne an diesem Film ist auch, dass er nicht wie ähnliche Filme oft aus der Zeit gefallen scheint. Komm. Na komm, los. Ja. Diese Geschichte spielt 1943. Ja. Deutsche Nazis haben Frankreich besetzt und so warten auf Sebastian und seinen schönen Hund viele Abenteuer.
Wie schön du bist. Du bist ein Mädchen und du bist schön. Ich nenne dich Belle. Warum bleibst du stehen? Nicht stehen bleiben. Nein, du darfst sie nicht töten. Sie ist meine Freundin. Ich bitte um Entschuldigung, zufrieden. Es war eine wunderbare Möglichkeit, meine eigene Wirklichkeit zu erkunden. Ich bin selbst Großvater mit einem 8-jährigen Enkel. Und es ist ein Moment, in dem ich mich frage, was kann ich mit diesen jungen Menschen teilen? Was können sie mich lernen? Sie geben mir die Gelegenheit, nicht zu vergessen, dass ich auch mal 20 war.